Was geht, Leute? Willkommen zu einem wunderbaren Blog. Und jetzt zeige ich euch, was Arcani alles schon gelernt hat. Pfote. Fein. Platz. 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 Fein. Sitz. Leib. Leib. Nein. Sitz. Bleib. Sau unnötig, aber man muss ja irgendwie auf 10 Minuten kommen. Wir fahren jetzt zum Fortnite Mashup Event und da werden wir für einen guten Zweck streamen. Ja, warum sind jetzt alles so unangenehm leise? Wir können einfach so tun, als wäre, als würde ich nicht drehen. Ne? Wir können einfach weiterreden. Ich wusste gar nicht, dass du drehst. Ja, perfekt. Und da treffen wir Max, Mickey, Amar, Chef Strobel, und ja, ganz viele Fußballer. Und ich bin auch mit einem tatsächlich im Team. Camo ist übrigens auch da. Du darfst nicht mehr. Das ist so funny. Guck mal, er kann, warte mal. Das habe ich letztens herausgefunden. Er kann eigentlich die ganze Zeit so auf zwei Beinen laufen. Siehst du das? Also manchmal geht er auch morgens einfach zur Arbeit und in die Bahn und dann fährt er. Na jedenfalls fahren wir da jetzt hin. Hinter der Kamera ist Tobi. Und Tobi gerade in Köln ist. Das erkläre ich euch in einem separaten Video, was am Wochenende kommt. Guck mir nicht so an. Mein Auto, nice. Trimax Auto, nachgekauft. Lächerlich. Wir sind auf jeden Fall jetzt da und würde einfach mal fast schätzen, dass da hinten der Eingang ist. Das sind hier die Cinegate Studios, Bosch-Total. Ich könnte Amar jetzt anrufen. Wir sind natürlich auch überpünktlich. Ich habe gesagt, 16 Uhr sind wir hier. 16.02 Uhr an der Zeit. Ist zu spät, Tobi. Du? Nein, wir beide. Doch, du. Warum ich? Wegen diesem U-Turn, ja, den ich gemacht habe, ne? Wir sind im Kreis gefahren. Navi-mäßig ein bisschen dumm so. Ja, nee, du. Also. Hi, Sebastian. Genau. Alter, wir kriegen gerade eine ganz geheime Führung. Die Nummer 1. 2 Max, das ist 2 Max quasi, ne? Ja. Chef Strobel kommt gar nicht, oder? Ja, der kommt. Cool. Cool, dass der auch kommt. Ich weiß sogar schon, mein Team habe ich verraten können. Weißt du dein Team auch schon? Ich caste, ja. Du bist nur Caster, ne? Ich bin mal am Team. Boah, fuck, das wird richtig unangenehm, wenn du mich casten musst, ne? Ich werde richtig also reinschießen. Ich habe gehört, mein Wildcard-Gewinner ist sehr stark. Rias R, ich weiß nicht. Ja, aber du bist hier allen im Weg. Ja, kann ich ja nichts hier. Das ist Trimax, er ist doppelt so breit. So, wir schauen uns mal ganz kurz hier die Venue an. Und übrigens, das ist Amar. Amar kennt ihr sicherlich. Das schneiden wir raus, bitte, ja? Ey, das müssen wir rausschneiden. So. Crazy, Alter. Digga, das ist heftig, oder? Das ist halt unsere Produktion. Und Alter, das ist ja schon die Creme de la Creme im Hintergrund, ne? Also. Was kostet alles? Einer wird abgeklatscht. Wir machen das nur Trimax. Weil dann haben sie einmal alle klar, drei. Oder? Warte, wir machen es normal, aber mit Hand. Ich möchte nicht helfen, ich mache bitte einfach so. Okay. Ganz sicher. Was, wenn wir so machen? Wenn wir so? Nein. Das Wichtigste ist, dass sie natürlich die beste Hardware hier haben, nämlich von HyperX. Schaut an meinen Partner, ganz wichtig, sonst wäre ich auch nicht hier gewesen. Okay. Guck mal hier, also ich kann ja schon mal spoilern. Hier sitzt ein Fußballer, ein ganz bekannter, glaube ich, ne? Ziemlich bekannt, oder? Bin ja nicht so im Fußball drin. Und hier sitzt unser Mitspieler im Squads und der hat einen Controller, Max. Und ich glaube nicht, dass der mit gerade dem Controller spielen möchte, weil das nicht der Controller ist, mit dem er sonst spielt. Weißt du, wer es ist? Kannst du jetzt zusammenfassen? Ja. Sag mal. Controllerspieler. Genau, der heißt so, Controllerspieler. Mega. Dann können wir doch jetzt was essen, oder? Alle. Oh, hast du nicht gegessen? Nee, ein bisschen Backofen-Pommes nur, ne? Erst um 21.30 Uhr essen. Wirklich jetzt? Nein, keine Ahnung, wann es Essen gibt. Ja, aber wir haben, glaube ich, heute nur Mad Eagle da. Mit richtig fetten Zwiebelspalten drauf, aber. Ich habe ja auch jetzt tatsächlich in letzter Zeit viel Minecraft gespielt. Dann passt das ja. Da bin ich hier eigentlich perfekt aufgehoben. Kenne ich mal die neue Map. Echt nicht? Ich war mich gestern Epic Games. Wir haben gezockt. Stimmt jetzt maximal 10 Stunden in der neuen Season. Solid. Das Ding ist halt, alles, was passiert, wird sofort als Zeitlupe-Highlight zur Verfügung gestellt, was wir uns nach den Runden anschauen will. Das heißt, falls du ein Edit verkackst, können wir das perfekt richtig runterslowen und die einzelnen Blöcke, wie du ihn verkackt hast, nochmal in Zeitlupe abspielen. Mann, habe ich so Bock drauf, ne? Bro, ich werde halt einfach gar nicht bauen. Geil, Mann. Wir sehen uns später nochmal wieder, Leute. Ich muss jetzt erstmal hier mich mental auch vorbereiten. Sag mal tschüss noch. Das ist der Moment, wo du ausmachst eigentlich. Ja, aber tschüss sagen. Dann weiß ich, wenn ich ausmache. Tschüss. In 8 Minuten geht's los, ne? Okay, Leute, ich setze mich jetzt mal hin. Ich spiele jetzt mal so, ein bisschen so wie Trimax. Mach's jetzt genauso, wie du das machst. Warte. Weil ganz oft gibt es Abschnitte, da sitzt du einfach 20 Minuten da und machst gar nichts. Und dann guckst überlege ich. Über was? Was da so passiert. Okay. Baby! Oh mein Gott, Romatra! Ist jetzt mit Drogen, guck mal. Max, nee. Magst du noch ein bisschen runterfahren? Mit du dem kannst dir das mal in dein Arschloch stecken. Wie gesagt, das Catering ist super. Er hat in jedem Stream, jedem Video, jedem Event immer die gleichen T-Shirts an, nur eine andere Farbe. Immer das gleiche. Die immer so viel zu eng sind, ne? Ja, er ist halt viel zu breit für die Welt. Sollen wir morgen mal shoppen gehen? Ich habe auch seit 5 Jahren keine Salzstangen gegessen. Sollen wir das ist total lustig irgendwie. So voll das dumme Essen eigentlich. Übel salzig, das ist ja nichts. Sollen wir morgen das denn? Übel dumm, Salzstein. Sau salzig. Revi, du hast vor kurzem die 3 Millionen Abonnenten auf YouTube, glaube ich, geknackt. Gratuliere mal dazu. Ja, danke schön. Wie fühlt sich das an, so eine große Nummer auf YouTube jetzt zu sein? Na gut, das war ich ja schon immer. Von daher ist das für mich jetzt nichts Besonderes. Nein, natürlich ist das
was unglaublich krass ist. Also man arbeitet ja darauf irgendwie. Guter Gag. Man, war schon lustig, oder? Wenn man das jetzt einfach nur das erste schneidet, dann bin ich komplett raus bei den Leuten. Können wir das komplette Interview einfach verwerfen? So Leute, hier ist jetzt Camo. Ich weiß nicht, ob ihr Camo kennt. Der hat deutlich weniger Earnings im E-Sports als Hand of Blood. Hand of Blood deutlich erfolgreicher. Wie fühlt sich das an? Verstehe ich. Wir spielen mit Marco Reus tatsächlich. Das ist, wie war dein Name nochmal? Stefan. Mit Stefan zusammen. Stefan hat das Ding hier gewonnen als Verlosung, ne? Zwei Controller-Spieler und zwei PC-Spieler. Das ist ganz geil, weil zwei Controller-Spieler scheinen was drauf zu haben. Die PC-Spieler, die sind dann nicht so stark, ne? Wann haben wir das letzte Mal gespielt? Vor ein paar Monaten, oder? Ich glaube, da habe ich das letzte Mal Fortnite gespielt, ja. Spielst du mit dem Xbox-Controller, Bro? Ja, klar. Aber ist das Xbox Scuff oder normal? Scuff. Was ich habe hier dann halt vier Pedals. Hier. Da muss ich halt... Ich kann halt immer auf dem Stick drauf bleiben und alles machen, weißt du? Crazy, Alter. Yeah. Ich bin wirklich ehrlich, ich habe zero Chance, hier irgendwas zu reißen. Aber es geht ja auch heute hier zum Glück nicht um den Skill, sondern ums Dabeisein und den guten Zweck. Und das finde ich sehr cool, dass ich hier eingeladen worden bin. Ich finde es echt stark, dass auch so Leute wie Miki hier hin dürfen. Aber erklär mir das mal bitte. Das ist, wenn du zu bad bist in Fortnite, dann kriegst du diese Anzeige. Ja. Da steht auf Chinesisch, dass du extrem schlecht bist. Ja, danke schön. Und dass du das Spiel am besten deinstallierst. Ja, ich mach das dann mal. Wo muss ich denn hier, wo muss ich hier klicken? Oben oder unten? Ja, da drauf. Okay. Ja, gut. Geil. Er hat den Computer gerade ausgemacht. Ja. Kann mal hier mit dem Techniker kommen? Kannst du kurz helfen? Ich nicht wissen. Nein? Ich nicht. Perfekt. Marco Reus ist auf meinem Platz. Der hat einfach meinen Fortnite-Account gerade alle V-Bucks ausgegeben. Spielst du in der ersten Season schon seitdem? Ich bin auch richtig krass. Willst du mal 90 sehen? Ja, mach mal. Wie komme ich in-game? Leute, wir gehen jetzt Chef Strobel schminken als Giraffe. Ich wäre gerne einmal Tiger. Ich wollte gerade sagen, Prinzessin? Tiger. Spider-Man? Tiger oder Spider-Man? Ja. Und er wäre gerne Giraffe. Bist du aufgeregt? Ich habe ein bisschen Sahne im Mund. Also, es ist so ein Sprichwort, also ja. Und wir fangen direkt an mit Levi, Sebastian, Caro, Hand of Blood, Janis, Brand, Julian, Brand, Kai Haber, Niklas, Law, Miki TV, Zombie, Chef Strobel. Nein, Sohn! Okay, kurz, Team. Woran hat's gelegen? Ich glaube, die anderen haben einfach deutlich mehr Glück gehabt als wir. 10 Sekunden war ich drin. Also das Ding ist folgendes gewesen, wir sind in Holy Hedges gelandet und das war eigentlich ganz gut. Bis auf den Fact, dass wir halt alle nur SMGs und Pistols hatten. Und Camo natürlich dann in seiner Weisheit dachte, er pusht mal alle vor gegen Vierer-Squad. Klar, das kann man sich ja erlauben ohne Waffe, ne? Ja, und ich würde jetzt an der Stelle gerne auch mein Team wechseln schon, falls jemand von den anderen hier noch Lust hätte, mit mir eventuell zusammen zu spielen. Marco, super Typ, Stefan, toll, Camo, auf die Ersatzbank. Bitte mal kurz erstes Fazit, wie war die erste Runde für mich? War kompletter Absturz. Wie weit bist du denn gekommen? Ja, ich glaube 50 oder sowas tatsächlich. Ja, was soll ich sagen, ich habe da keinen Fehler bei mir gesehen, ne? Gleich brennt deine Hand, die Finger. Das wird schon unangenehm. Okay, komm, wir machen beide so, wir packen ganz beide von beiden Seiten unten an und machen einen rein. Wird das echt so heiß? Okay, 3, 2, 1. Naja, doch. Das wird schon unangenehm warm. Hey, what the f*** ist das? Hey, das ist total heiß, ist das denn? Ich muss wieder weiter, Redi. Ich spüre meine Fingerkuppen nicht mehr, weil ich habe gewonnen. Ich habe keine Fingerdrücke mehr, ich kann jetzt alles machen. ja, Camo und ich werden uns jetzt wieder mit einer Orga zusammentun und werden natürlich jetzt wieder eine Orga aufmachen. Wenn ihr Bock habt, 90% eurer Earnings abzugeben, hey, meldet euch. In dem Sinne, Leute, Marco hat bis jetzt die meisten Punkte für uns geholt. Einmal Zweiter und einmal Achter. 6 Punkte, die wir hätten vorher als Team auch holen müssen. Naja, schauen wir, wie es ausgeht. Ja, Max Sam, Digga. Lächerlich, Alter. Wie sitzt halt nur? Ist auch unangenehm, weil halt alle Leute da rein angucken. Ja, wollte sagen. Aber komm, sag doch mal, was hast du gemacht? Nicht so schüchtern. Nicht sagen. Ich habe auch was gespendet. Jetzt müsst ihr auch spenden. Aber die können ja gar nicht mehr, wenn das Video... Ich weiß nicht, ob die Aktion noch weiterläuft. Ich kann mir vorstellen schon. Ich meine, selbst wenn, kann man ja trotzdem noch. Link in der Bio. Falls nein, spart euch das Geld für andere Spendenprojekte. Real Talk. Wir haben eine Summe von stolzen 277.000 Euro. Ich habe keine Ahnung, wie es zusammenkommt.
277.000 Euro wurden zusammengeholt. Amar, größte Shoutout an dich. Riesen Shoutout auch an Marco, Alter. Extrem insane, Mann. Er hat es nochmal verdoppelt. Leute, was soll ich sagen? Es war extrem geil. Vor allem hat es echt Spaß gemacht, mit Camo zu spielen. Ne, Camo wirklich toll gespielt heute, ehrlich. Ganz toll, das kenne ich ja von dir. Stark gespielt, Mann. Wirklich tolles Ding. Shoutout auf jeden Fall an Trimax, an die ganze Stiftung, alle Leute, die dabei gewesen sind. Hat mega Spaß gemacht. Und yeah, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder mit am Start sein kann. Grüße geht natürlich auch raus an das Team von Epic Games und natürlich an meine Homies von HyperX, die ja erstmal Sponsor dabei gewesen sind. Natürlich, wenn ich jetzt so ein Interview machen muss, deshalb, meine Freunde, sind ich jetzt hier raus an der Stelle. Wir sehen uns die Tage wieder bei einem weiteren Video. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.